Die Entscheidung im Fall Antoine Griezmann ist gefallen. Barcelona hat eine Entscheidung getroffen, aber welche ist das? Erstmal, liebe Freunde, ist es so, dass es ganz viele Wechselspekulationen gab um Antoine Griezmann. Wir alle wissen ja, in den letzten Wochen wurde viel geschrieben, viel berichtet, vielleicht PSG, ja, wer weiß, irgendwas ganz Exotisches oder ja, nach England. Es gab viele Spekulationen, warum Griezmann war irgendwie nie wirklich angekommen. Für 120 Millionen wurde der Weltmeister von Atletico geholt, aber wurde in der Mannschaft, das so war zumindest der Eindruck nach außen, nicht so ganz respektiert. Dann gab es, wie gesagt, Streit mit Messi noch und dann, liebe Freunde, war es auch noch so, dass er gegen seinen Ex-Club Atletico Madrid erst in der Nachspielzeit eingewechselt wurde. Das hat ihn sehr geärgert. Sogar sein Vater hatte was öffentlich gepostet, sein Bruder. So, da gab es, die Familie fand es auch schrecklich, ja, dass er da gegen Atletico nicht gespielt hat. Sogar sein ehemaliger Trainer, Diego Simeone, sogar er fand es komisch. Also keiner hat das Setién verstanden, warum er nicht versucht, Griezmann besser einzubauen. Das hat er dann getan am letzten Wochenende. Beim 4:1-Sieg gegen Villarreal hat er endlich mal das System umgestellt. Griezmann ging es gleich viel besser, hat sich mit Messi verstanden, alles schien wieder gut. Und laut der französischen L'Équipe soll jetzt Barca eine Entscheidung gefällt haben, sie sollen in einem persönlichen Gespräch Griezmann mitgeteilt haben, du wirst bleiben, du wirst nicht verkauft, du bist unverkäuflich. Das soll die Message gewesen sein. Barca also hat sich entschieden, sie wollen ihn behalten. Ja, es war auch schon überlegt worden, wird er irgendwie mit Neymar verrechnet? Gibt es da einen riesen Tausch, weil Barca ja wohl eigentlich immer Neymar holen will? Nein, das soll es nicht geben. Vielleicht ist es auch für den Club so ein bisschen so eine Sache, weil wenn sie Griezmann jetzt schon wieder verkaufen, dann wäre es ja quasi ein Eingeständnis, dass dieser Transfer komplett gefloppt ist. So, da müssten sie ja sich selber eingestehen, so, oh, so was wir da gemacht haben, war nicht gut. Zudem in Corona-Zeiten würdest du ihn auch nicht mit 120 Millionen in dem Alter loswerden. Das heißt, du hättest wahrscheinlich einen schlechten Deal. Und für Barca wird es dann eigentlich keinen Sinn machen, gerade für die Verantwortlichen, wäre es ein Armutszeugnis, wenn wir alle sagen, guck mal, erst holen die Coutinho, ja, funktioniert nicht, teuerster Transfer, dann holen sie nochmal für über 100 Millionen Griezmann, funktioniert auch nicht. Also das wäre schon, ja, für die Verantwortlichen hätten sich dann nicht mit Ruhm bekleckert. Deswegen versucht man vielleicht lieber, ey, Griezmann, bleib. Und vielleicht setzt er sich doch noch auf den zweiten Blick durch, quasi lieber auf den zweiten Blick, Barca und Griezmann. Wer weiß, ist ja alles möglich. Mit einem neuen System und wenn er sich besser eingebunden fühlt, mit Messi, mit Suarez, kann es ja funktionieren. Was glaubt ihr, liebe Freunde? Schreibt es in die Kommentare. Klickt jetzt in die Mitte, um zum Video zu kommen, die Ansage von Zlatan Ibrahimovic in Richtung von Ronaldo. Er hat Ronaldo geschlagen. Was dann passiert ist, Freunde, findet es heraus. Klickt in die Mitte. Wir sehen uns später wieder und denkt dran, tritt den Ball richtig flach.